Zu Beginn der Landtagssitzung Ende Juni, Anfang Juli berichtete Landeshauptmann Arno Kompatscher vom Stand der Covid-Impfkampagne. Nach einem guten Start komme man nicht mehr so gut weiter wie erwartet. Noch sei man nicht weit weg vom staatlichen Durchschnitt und bei den gefährdeten Kategorien wie bei den Senioren habe man eine gute Impfrate. In Südtirol habe es bereits vor Covid eine breite Skepsis zu Impfungen gegeben, mit niedrigen Impfraten im europäischen Vergleich. Die absoluten Impfgegner seien eine relativ kleine Gruppe, aber viele andere würden noch abwarten, um die Situation besser einschätzen zu können. Kompatscher kündigte an, dass in Südtirol der europäische Green Pass für zusätzliche Anlässe vorgesehen sei, wie etwa Wiesenfest, Hallensport, Kino und Theater. Landesrat Thomas Wittmann berichtete von weiter sinkenden Inzidenzzahlen, warnte aber vor der Delta-Variante, die in anderen Ländern die Inzidenz bereits wieder steigen lässt. Nun wolle man ein neues niederschwelliges Impfangebot schaffen, um noch mehr Leute zu erreichen. Die Abgeordneten stellten anschließend eine Reihe von Detailfragen zum Testangebot, zu den Unterstützungsmaßnahmen, zu den Einschränkungen für manche Betriebe und zu weiteren Aspekten der Krise. Der Abschlussbericht und der Minderheitenbericht des Untersuchungsausschusses zu den Schutzmasken sorgten für eine angeregte Diskussion im Plenum. Während einige Abgeordnete der Opposition sogar Rücktritte in der Landesregierung und im Sanitätsbetrieb forderten, betonte die Mehrheit, dass man in einer Notsituation gewesen sei und wie andere Länder auch fieberhaft nach Schutzausrüstung gesucht habe. In dieser Landtagssitzung wurden 4 Anträge der Opposition angenommen. Die Grünen forderten mit einem Begehrensantrag, der auch von der SVP mitgeschrieben wurde, Italien zu einem Lieferkettengesetz auf, um auch bei importierten Waren und Rohstoffen auf Menschenrechte, soziale und ökologische Standards zu achten. Angenommen wurde auch der Antrag des Team K, der von SVP und Lega mit unterzeichnet wurde, im Landtag eine Expertenanhörung zur digitalen Transformation abzuhalten, die Einfluss auf Wirtschaft, Arbeit und Privatleben haben werde. Die Südtiroler Freiheit fand Zustimmung für ihren Antrag, historische Hofnamen in den Melderegistern zu belassen und deutsche Straßennamen in den neuen Identitätskarten zu ermöglichen. Der Antrag der Grünen, an den Mittelschulen weibliche Hygieneartikel kostenlos zu verteilen, wurde auch von SVP, PD und Team K unterstützt und fand die Zustimmung des Plenums. Abgelehnt wurden die Anträge von Fratelli d'Italia zur Erforschung und Eindämmung der hohen Lebenshaltungskosten, der Fünf-Sterne-Bewegung zur Nachversorgung von Covid-Patienten, der Demokratischen Partei zum Zugriff der Hausärzte auf das Impfregister, der Fraktion Enzian zu den Pflichtabgaben für Fortbildungsanbieter. Ausgiebig diskutiert und schließlich abgelehnt wurde der Vorstoß der Freiheitlichen, in den Texten der öffentlichen Verwaltung das generische Maskulinum zu verwenden und von der gendergerechten Sprache abzusehen. Der Landtag hat in dieser Sitzungswoche auch ein Sammelgesetz verabschiedet, das die Landesregierung vorgelegt hatte und das Änderungen von Landesgesetzen in verschiedensten Bereichen vorsieht. Die Debatte konzentrierte sich vor allem auf die Raumordnung und das Höfegesetz, die Aufnahme von Lehrpersonal und den Proporz im Sanitätsbetrieb, das Eigentum von Bussen und anderen Betriebsmitteln im öffentlichen Verkehrsdienst sowie das Bausparen.